Schön, dass ihr im Schatten seid. Moin, ihr Mann, ja, grüß dich. Moin. Ja, grüß euch. Wir haben heute uns was Schönes überlegt für euch. Was riecht heute? Wir machen zwei Videos. Ein Video bei Evanjo auf dem Kanal, ein Video auf meinem Kanal. Und auf diesem Video wird Evanjo heute mich verführen quasi. Oh ja. Wird mich überzeugen von seinen Hotspots in Hamburg. Aber eher so, die man nicht so kennt, nicht so auf dem Schirm sind. Und ich werde natürlich seine Hotspots bewerten. Dann sehen wir, was für eine Gesamtpunktzahl er hat nach drei Hotspots. Und das Ganze machen wir bei seinem Kanal auch. Und genau. Dann gucken wir, wer halt wen abzieht. Ja, ich schreibe noch mal rein, wann das Video bei ihm rauskommt. Wir versuchen es zeitgleich, aber vielleicht geht es nicht nur, damit ihr Bescheid wisst. Ja. Ja. Aber es geht auch darum, wirklich den anderen zu verführen. Das heißt, ich suche nicht irgendwelche Hotspots raus, wo ich weiß, ey, die werden mir jetzt richtig geil schmecken, sondern die werden Holle richtig geil schmecken. Weil ich weiß ja, du bist so, ich sag mal, Holle ist mehr so ein bisschen der Feinschmecker, würde ich sagen. Also mäßig, das habe ich probiert. Ich bin ja eher so, ich mag schon Fastfood, ich esse auch gern Müll. Ja, auch. Ja. Aber das will ich dir nicht andrehen. Ich habe heute probiert, Sachen rauszufinden aus deinen Stories. Ich gucke auch regelmäßig Instagram-Stories, also wusste ich, was das könnte dir gefallen und so. Also ich habe mir schon was überlegt heute. Ich bin aber skeptisch, weil das erste, Leute, wo er uns hinschickt, ist Famila. Das heißt, der Supermarkt ist scheißegal, ohne das Böse zu meinen. Achso, da kommt ja so ein Famila-Fleischerei da drin, wo ich irgendein Kassabrötchen kriege. Komm mit. Da siehst du schon. Und zwar, ich weiß, du stehst auf Grillhähnchen. City Chicken, hast du mal gesagt, Berlin. Oh, soll richtig krass sein. Geil, das ist so einfach nur so ein Foodtruck, könnte man sagen. Ne? So. Mhm. Und das Ding ist, ich weiß, das ist ein richtig krasses Hähnchen. Ich habe da eins mal schon gegessen. Und ich glaube, mit Hähnchen kriege ich dich rum als allererstes. So ein richtig simples Hähnchen. City Chicken hast du schon mal gegessen? Nee, aber ich habe in der Story gesehen, dass du krass abgefeiert hast. Wusste ich, du magst Grillhähnchen. So halbes Hähnchen und sowas. Ich glaube, das könnte dir gefallen. Boah, habe ich ewig nicht mehr aus, weil City Chicken gegessen. Ich sag dir jetzt schon mal, es kann City Chicken nicht abziehen, weil dann wäre es bekannter. Ja, aber es kommt ran vielleicht. Moin, mein Lieber. Würdest du sagen, du ziehst City Chicken ab? Kennt City Chicken noch gar nicht. Aber so halbe Hähnchen, der kennt ja jeder. Die sehen lecker aus. Die sehen gut gewürzt aus, mein Freund. Das ist ein guter Anfang, um zu kriegen. Okay, das ist schön. Ich will dich heute noch ins Bett kriegen, das wäre mir wichtig, ne? Ja, wirklich. Das ist meine Aufgabe. Also, wer verliert, den seht ihr nachher auf den Knien. Schon als kleiner Spoiler. Entweder seht ihr Vanjo noch kurz mit einer kleinen Szene, weil wir drehen ja beides gleichzeitig. Genau. Oh, erster Spot bei mir, bei deinem Video, da möchte ich gar nichts zu sagen, ne? Ja, gut. Aber wisst ihr, was uns freuen würde, wenn ihr natürlich einen Daumen oben lasst bei diesem Video, damit die Videos viral gehen? Dann würde ich Vater werden, wirklich. Ja. Für jeden Like machen wir ein Kind. Ich hab Soldaten da und wisst ihr? Nee, wir wollten Hähnchen essen. Das ist ja verboten. Warum ist denn hier? Ehrlich? Weil das soll das beste Hähnchen hier sein. Bist du bescheid oder nicht? Ich bin voll noch in dem Trip, als wäre das dein Video. Ich schwör's dir. Ja, wir sind jetzt hier am Start. Nochmal zu der Mayo, das wollte ich vorhin sagen. Da hat mir gerade, habe ich mit irgendjemand geschnackt, wo du sagst, du magst die Mayo voll gerne, dass diese aus der Tube, das, was sie da haben soll, voll der Müll eigentlich sein soll. Aber ich finde vom Geschmack her ist sie wirklich immer ganz geil. Na, vielleicht hauen die irgendwie, vielleicht auch nicht extrem viel Kunststoff, alle den ganzen Müll da noch rein. Weiß ich ja nicht, ne? Pommes kann man gut machen. Mhm. Aber ich bewerte jetzt nicht die Pommes. Ne? Ich wollte jetzt einfach nur so. Ja. Soll die Pommes mitbewerten? Ist deine. Mehr sind mitkommen. Weil weißt du warum? Warum? Weil Pommes mit Hähnchen hat, glaube ich, nochmal einen extra special Geschmack. Die Kombo da drin. Genau, das ist mir so aufgetischt. Ich muss mitwerten. Ja, okay. Pommes sind für mich eine 6. Na, okay, schade. Das sah aber sehr frisch aus, schade. Das ist abgegangen wie vom. Also, das hat sich schon gelöst. Ich hätte das umdrehen müssen, das Fleisch wäre vom Knochen gefallen. Ey, da höre ich einen Saft. saftig, es ist auch saftig knaftig. Also, mehr als eine 6 kann ich geben. Ich gebe der Gesamtportion gebe ich eine 6. Kann man machen, aber es ist halt einfach Standard Hähnchen. Das hebt sich überhaupt nicht ab. Ich würde mich auf keinen beschweren. Ist lecker. Ne? Aber niemals, wo ich danach sagen würde, geht unbedingt zu Famila. So. Wie kamst du darauf? War das so heftig bei dir? Dachte, ich krieg dich damit rum. Es geht ja auch darum, dich rumzukriegen, weißt du? Und ich weiß, du magst halbes Hähnchen. Ich dachte, okay, hey, den Holle krieg ich damit. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, City Chicken hat mein Level einfach krass gehypt. Weil das ist, denke ich mal, wenn man normal halbes Hähnchen holt, hat er alles richtig gemacht. So, ne? Aber ich habe einfach gemerkt, dann gibt es einfach Sachen, von denen kann man sich gar nicht vorstellen, dass es noch so viel Krasseres überhaupt gibt. Mhm. Aber ey, der knuspert wie sonst was. Du kannst mir erzählen, was du willst. Den Knusper-Chicken hier, der ist wirklich damit. Na gut. Durch den Knuspert. Also einfach ein vernünftiges Hähnchen. Na gut ausgedrückt, ein vernünftiges Hähnchen ist ein gutes Wort. Aber der nächste Laden, ne, heißt Matze Matze. Matze Matze. Und das Ding ist, es ist wieder was komplett Neues. Ich glaube, Renés Mutter heißt Matze von Gixen. Genau, die habe ich dabei heute. Nein, auf jeden Fall, das ist ein Laden, ne? Das ist wieder was, ich glaube, auf deinem Kanal war das selten. Ja. Ich sage aber schon mal so Spoiler, das war schon mal in deinem Stream, hast du es. So in die Richtung. Ich weiß, du magst es. Ich hatte mal einen Matze. Also, nee. Malzke oder was? Nein, ich hatte mal irgendeinen Matze im Laden. Das heißt doch türkische Vorspeise. Oder? Nein. Meze war das. Ach so, ja, aber das meine ich nicht. Das ist was richtig schön Deutsches. Was du wirst Deutsches es, ist du wirst es lieben. Du wirst es lieben. Okay, ja, ja. Und du probierst es, sag ich mal, so immer sehr gut nachzumachen. Matze Matze. Also, ich weiß,
weiß, du magst so richtig gern dieses Brot. Du machst ja auch selber Brot. Ja. So Bauernbrot und sowas. Bauernbrot, ja. Und genauso mit richtig frischen Zutaten, richtig clean, aus dem Wald geholt, alles so mäßig. Genau, das kriegst du hier. So ein richtig geiles Bauernbrot. Aber ist was drauf. So sandwichmäßig. Also, ist noch was drauf. Ja, natürlich. So. Also, exakt, was du willst. Nein, so ein scheiß Brot, wie kacke das denn? Also auf Undercover, ne? Wir haben hier gerade was Geiles gefunden. Und zwar haben die einfach Wagyu Beef Sandwich. Wagyu Beef. Das wäre schon krass, wenn es richtig gut gemacht ist. Was würden wir sonst nehmen? Ohne Wagyu Beef. Nein, also ähnlich, sage ich mal. Das handgefertigte nordische Bauernbrot gegrillt zusammen mit geschmolzenem Käse und hochwertigem Fleisch oder frisch gegrillten Gemüse mit Kombination mit unseren neuen, besonderen, ausgewählten Soßen ist unser Top. Das müssen wir eigentlich, weil das kann man so ein bisschen von Bones vergleichen. Hast recht, okay. Weil Bones hat auch so ein Sandwich. Ja, und Wagyu ist immer ein bisschen schwierig. Kann man gucken, welches heftiger ist. Ja, okay. Also wir zeigen euch einmal kurz den Laden, so ein paar Ausschnitte. Wir können ja auch drin filmen. Und dann werde ich euch sagen, was gerade so unser Struggle war im Kopf. Ja, aber guckt euch mal den Laden an und dann erzählen wir weiter. Das Ding war nämlich eben, wir haben uns quasi gestritten. Ivanio meinte, wir wollen mit Rinderfilet, ne? Das Steak, das heißt dann Cheesesteak-Sandwich. Und ich meinte, wir nehmen Wagyu, weil es halt zarter ist auch wahrscheinlich. Oder ein bisschen, ich bin auch so ein bisschen skeptisch mit zarter und alles Mögliche, weil Wagyu wird oft nur hingeschrieben, aber es ist nicht das echte Wagyu. Sag ich dir echt oft. Mal gucken, wie es aber hier er meinte, W1. Es geht ja bis A5 und das ist A1 noch. A1. Genau. Und 5, das ist die schwächste Qualität, sag ich dann mal. 1 ist Anfang und 5 ist ja das Beste. Ah, und er hat A1. Ja, deswegen. War das nicht andersrum? Nee, deswegen war ich ein bisschen skeptisch, sag ich. Ah, okay. Ich habe überredet, dass wir beide sind. Ja, genau. Wir nehmen beides. Ja, ich lasse mich überrascht. Da glaube ich ja scheiße. Ja, Mann. Hi, mein Lieber, grüß dich. Machst du schon von uns jetzt gerade hier? Ist noch nicht, ne? Ah, okay. Kurze Frage habe ich noch mal eben. Ihr habt ja dieses A1 Vacuum, ne? Nee, F1. F1. Da hast du scheiße geredet gerade, Vanjo. F1 haben die. Ah, okay. Ist das die beste Vacuum-Qualität? Nein, das ist die beste. Okay, du hast doch keine Scheiße geredet. ist das die schlechteste Wagyu-Qualität? Sag mal, so gutes Mittelfeld. Wenn du deinem Sandwich selber eine Note geben müsst, von 1 bis 10, dem Wagyu-Steak, was würdest du geben? 10. 10, ehrlich? Ja. Geil. Ich krieg dich heute rum. Du kriegst mich rum. Also da hast du, glaube ich, gerade was Gutes gemacht, Mann. Da hast du was Schönes gemacht. Also ich muss erstmal schon mal sagen, du hast eine geile Auswahl getroffen. Ich habe gerade richtig Brand auf Steak. Oh ja, so, ne? Ich krieg dich richtig heute. Ich krieg dich alles. Das kann sein. Ich finde es sehr gut, wenn Küche offen ist, dann haben nichts verheimlicht, sage ich. Ja. Ich hab so richtig einen Koch zuschauen. Das ist das Brot, was ich meine. Oh, das wird dich so kriegen. Oh, das ist das Brot. Ich krieg dich so fett, Alter. Das ist das Brot, was du meinst, ne? Boah, das sieht richtig nach gutem Handwerksbrot aus, ja. Mann. Nach gutem Handwerksbrot. Das ist das Rinderfilet und das andere das Wagyu. Das ist das Wagyu. Okay, geil. Ich muss sagen, da hat er wirklich sich was rausgerissen, ey, Vanjo. Das ist schon krank hier. Also, was du hier abgeliefert hast, Vanjo, Respekt. Ja, chill, ne? Guck mal, wir haben doch schon Läden gehabt, wo es mir mal richtig krass aussah. Ja. Und dann wurden wir enttäuscht, ne? Deswegen. Ja, haben wir auch gehabt. Aber so ein fettes Wagyu-Stück drauf, so kleines, heftig. Ich habe gesagt, Wagyu, er hat gesagt, nimm das Rinderfilet. Wir haben jetzt beides genommen. Du musst dich für eins entscheiden, was ich gleich bewerte bei unserem Wettkampf. Ah, stimmt. Welches soll ich bewerten? Kann ich nicht selber erstmal probieren, dann gebe ich es dir? Nee. Ja, okay. Wegen der Zubereitung. Nimm das Wagyu. Okay. Weil ich sag dir ehrlich, ich wollte eigentlich mit dem Steakhouse noch heute mit dir gehen, aber zeitlich schaffen wir das ja nicht mehr. Deswegen kriegst du jetzt so ein Steak, so gesagt. Okay. So switch das um, sag ich mal. Dann gebe ich dir mal in die Hand einmal. Auch die Pesto frisch gemacht, Leute, das sieht echt so super aus. Ich weiß gar nicht, also das muss ich jetzt mit Messer und Gabel essen. Man, da muss man ja aber eigentlich so rein. Musst du mit den Händen eigentlich essen? Das ist mir leid. Warte, du musst das Stück da oben schon nehmen. Das muss ein richtiges. Ich mache jetzt einfach hier. Genieß es, mein Freund. Oh, ich spüre doch, das ist gut. Es ist das, was ich befürchtet habe, dass einfach dieses Fleisch viel zu massiv darin ist. Ich würde niemals so ein Riesenstück Fleisch einfach zwischen Brot reinlegen, weil zum Schluss hast du einfach nur dieses Fleisch im Mund, was natürlich länger zu kauen braucht als das Brot und als die anderen Komponenten. Und das ist einfach zu massig, zu bullig in dieser Gesamtkonstellation. Ist das vielleicht zu fleischig? Also ist nur ja, Fleisch irgendwo schon. Es ist zu Fleisch, lieber aufgeschnitten und klein reingelegt. Aber gucken wir jetzt mal zweite Variante. Ich glaube, wir kriegen ihn. Aber immer ehrlich sein, ne? Ist direkt noch zarter als das andere. Ja, guck mal, das meine ich, erkennst du? Obwohl da Wagyu steht, das muss nicht unbedingt besser sein. Lass dich da nicht abscannen. Mhm. Wagyu heißt ja auch eigentlich nur bessere Haltung, ne? Mhm. Aber Pesto haben wir noch nicht. Also Pesto haben wir noch gar nicht probiert. Das ist sehr zart. Schönes Brot auch. Schwer zu essen. Aber du bist ein mega Koch. Du kannst richtig gut kochen. Das sieht richtig schön aus. Ja, wirklich. Ich muss es so essen, Leute. Es gibt gar keine Endlich wird mit Hand gegessen. Ich feier's.
Und so genießt man auch sein Essen mit der schönen Hand. Guck, du musst ehrlich sein, Holle, aber ich glaube persönlich, mit kleinerem Rindfleisch, wie wir schon gesagt haben, das holt dich ab. Das holt dich ab. Besser. Viel besser. Du musst jetzt dieses ganze Ding in die Hand nehmen. Nee, du musst das fressen wie ein Schwein. Ich will den Schwein, Holle. Also das kannst du echt schwerlich essen hier, Leute, muss man sagen. Aber es sieht sehr lecker aus. Ich krieg gerade Saft im Mund. Ich habe richtig Bock, da reinzubeißen. Das ist einfach mega Käse. Das Brot ist mega. Es ist alles mega. Aber dieses Steak-Ding im Dings ist nicht vorteilhaft, Mann. Also ich habe es echt gerochen heute ein bisschen, weil ich halt schon die Erfahrung gemacht habe. Oh, ich bin so gespannt auf deine Bewertung. Hier ist noch unsere Wette. Hier, zack. Ein Sauerbrühl. Holle, was sagst du zu meinem wunderbaren Empfehlung? Mein zweiter Food-Hotspot. Also das ist echt jetzt schwer zu sagen, weil du hast einfach ganz kranke Kombis hier. Also du hast dieses mit dem Käse, du hast geilen Käse. Der Käse hat geilen Geschmack. Du hast ein heftiges Brot, dieses Gemüse dazu passt perfekt, aber es hätte einfach so ein bisschen, Evanio hat es gerade schon gesagt, als die Kamera aus war, so Philly Cheesesteak Style sein müssen, schon klein geschnitten. Meinetwegen die Hälfte vom Fleisch hier. Die Menge wie hier, nur klein geschnitten, überall ein bisschen verteilt, optimal. So ist es einfach unvorteilhaft mit dem ganzen Steak da drin. Zum Essen, Gesamtperformance, klar kannst du überall immer ein bisschen abschneiden und dann isst du zwischendrin Fleisch, dann isst du zwischendrin ein Stück Brot, aber das ist nicht das, was ich mir jetzt hier erwünscht hätte. Ich gebe da trotzdem noch, 6,3. Mann, du warst 6,3, es geht nicht anders, weil... Ey, nein, ich habe gekämpft, das kannst du nicht machen, wie 6,3. Nein, du kannst nicht dieses Steak dazwischen, das kannst du nicht bringen. Aber die anderen Komponenten sind doch besser als 6,3. Die sind geil, aber du musst doch das Gesamtding als Gesamtprodukt nehmen und das ist einfach... Boah, du machst mich fertig. Den würde ich Deutschlands härtester Kritiker. Geht nicht anders. Aber ich werde Ihnen auch gleich sagen, wirklich nicht falsch reden. Dieser Laden, ne, das ist an und für sich absolut krank. Aber wenn ich mit einem Sandwich rechne, es nervt einfach ein bisschen zu essen gerade. Ich kämpfe hier wirklich mit den geilsten Food-Hotspots und der gibt mir nur eine 6,3. Wirklich, das kannst du, ey, machst mich fertig, ey, wirklich. Beiß da doch mal ab, das ist einfach, du hast viel zu viel Fleisch im Mund. Das glaube ich dir auf jeden alles Fall. Alles geht verloren. Nur noch einmal das Pesto hier. Das soll hausgemacht sein, richtig gut sein. Welt. Glaubst du, aber das Pesto auf dem Brot wäre krass gewesen? Also mit so drauf gestrichen so ein bisschen. Auch, aber Lenny in der Kombi mit dem Käse und so. Ja, auch wieder wahr. Ich muss nur mal sagen, das Fleisch ist wirklich nicht schlecht. Ich kann diesen Laden eigentlich nur Positives abgewinnen. Vielleicht ist es auch einfach nur nicht mein Ding mit diesem dicken Stück Fleisch dazwischen. Aber ich denke, viele werden das von euch fühlen, wenn man da reinbeißt. Man hat nur noch dieses Fleisch im Mund. Ich hab's probiert, Leute, aber ich hab noch einen dritten. Also, Holle, was habe ich für dich? Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ne? Ich habe dir heute was rausgesucht, zweimal. 6,36 ist jetzt nicht komplett scheiße oder so, aber ich habe mehr erwartet. Aber ich habe noch einen. Und das Problem ist, der Food Hotspot ist sehr speziell, sage ich mal. Das kommt gerade voll nach Deutschland, so ein bisschen Hype, ne? Und ich glaube, du hast noch kommt nie gegessen. Kommt gerade nach Deutschland. Ist schon ein bisschen da. Lass so, mir ne? mal denken. Okay, keine Ahnung. Okay, super. Korean Fried Chicken. Oh. Aber, warte kurz, das Ding ist, ich weiß, dass du eine Zeit lang vegan teilweise gelebt hast, vegetarisch. Und das ist vegan. Nein. Aber ich sag dir nicht wie. Die haben es richtig geil gemacht. Ich war vor einer Woche da und es war richtig krank lecker. Oh. Das ist ein neuer Laden in Hamburg. Und ich wäre chill. Veganes Korean Fried Chicken. Die haben das richtig geil gemacht, vertrau mir. Aber wie kommst du aus dem jetzt vegan zu zeigen? Ich war eine Woche, ich weiß nicht. Das geil schmeckt. Aber du bist nicht bei, ist das Portugiesenviertel hier? Nee, ne? Nee, Portugiesen da hinten. Wahrscheinlich ist es Chemiebock, hast du sie. Nein. Clean, alles. Ah, glaube ich nicht. Ich war hinten. Nein, aber ich sage ehrlich, ich war sehr zufrieden. Ich war zufrieden. Okay. Ich kann es empfehlen, sagen wir so. Und jetzt bin ich gespannt, was du sagen wir willst. Wir gucken, wir gehen direkt hin, Mann. Cookie loves. Nein, hat er geschlossen? Ehrlich? Nein. Mein Geheimtipp, nein. Hat er echt geschlossen? Hey, habt ihr geschlossen? Ach, ehrlich, nein. Könnt ihr nicht irgendwie uns was rauszaubern, ganz kurz? Echt jetzt? Oh, nein. Lass mich, ich guck spontan was. Oh, das war meine Geheimwaffe, du. Ja, trotzdem danke, ne? Ciao. Heute aber echt mitten auf der Schanze in Hamburg Mittagspause, Mann. Das ist, ey, das ist, das hab ich noch nie. Sei froh, glaub mir, es hätte abgekackt. Wir gehen jetzt zu, wie heißt das nochmal? Kimchi Guys. Kimchi Guys. Ne? Kimchi Guys. Also an sich dasselbe, nur mit echten Chicken. Mit echten Chicken. Also, Evanio hat eben nochmal gesagt, das wäre so Blumenkohlbasis gewesen. Ja. Von da eigentlich ganz cool. Aber ich will Evanio auch die Chance geben, ich sag mal, so schönes, echtes Fleisch hat jetzt einfach eine bessere Chance, mich zu überzeugen. Und ich muss dich jetzt überzeugen, weil ich brauche Punkte, ganz dringend. Du brauchst Punkte, denn sonst wirst du heute auf den Knien enden. Hat er Kimchi Guys? Digga, der ist. Boah, der sieht geil aus. Da hol ich mir die Punkte, Oh, ich bin gespannt, Brudi. Ich bin gespannt. Er hat doch auch eine krass gute Lage. Wie gesagt, ihr müsst bei Evanio auf seinem Video gucken, wie viele Punkte er erlangt hat. Ja, wie viel ich erlangt habe, genau, bei deinem Video. Das riecht hier schon nach Chinese, ne? Nee, das ist ja gar nicht Chinese. Das ist wie Koreaner. Das riecht hier, sorry, es riecht hier nach Koreaner. Ich glaube, der hat's drauf. Ja, ich hab gleich gesehen, da steht da so, als hätte das drauf. Aber es sieht gut aus. Guck mal, die machen gerade schön, die frittieren das so geil. Okay, ich glaube, der Laden könnte sogar noch besser sein, um dich noch besser zu überzeugen. Der wird besser, ich merke das vom Feeling her. Ja. Und weißt du, was mir noch auffällt? Der Kollege, wo ich gerade gesagt habe, der hat's drauf. Ich glaube, er ist zu einem Sechstel Koreaner.
Also das bockt schon hier mit der Aussicht. Ja, da hab ich was Gutes rausgesucht, ne? Ja, ist was Gutes. Ich glaube, ich krieg dich. Ich glaube wirklich, ne? Ich habe zweimal hab ich gemuckt. Ich dachte wirklich, bei Matze habe ich dich, ne? Okay, blöd gelaufen, ne? Aber jetzt komm. Das ist doch was Spezielles, ne? Das hast du, glaube ich, noch nicht so auf dem Kanal gehabt oder seltener. Mhm. Und das ist was richtig Korean Fried Chicken hatte ich einmal nur. Ja. Und Matze gebe ich dir recht. Da war Potenzial, wie sonst was. Ich fühle schon voll, dass du den empfohlen hast. Ja, ich bin sehr gespannt, Mann. Bist du ein guter Arbeiter? Ein guter Arbeiter. Ja, ich auch. Ich auch. Ja, hallo. Geht los. Schönen Tag noch, ne? Sehr chillig hier. So, Ivanito, ich habe hier frei gemacht. Wir gehen beide nebeneinander. Mal durch. Oh, das sieht aber happy aus. Damit könnt ihr was raushauen. Oh ja. Schön Kimchi. Okay, das sind so eingelegte Zwiebeln, ne? Die eingelegten Zwiebeln feiere ich nicht so krass, aber Kimchi ist sehr gesund und sehr lecker. Riecht aber nach Furz direkt, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, aber es schmeckt geil. 16 Euro finde ich jetzt schon viel für so nur ein bisschen plus. Okay. Ein bisschen Reis. Es ist eine Mahlzeit auf jeden Fall, aber 16 Euro ist natürlich, Leute, will ich lügen, das ist nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Also Holle, ich will wirklich dich jetzt absolut hier unterm Tisch sehen. Ist trotzdem auch noch knusprig, trotz der Soße. Ja, es ist aber eine Sache, aber jetzt mache ich es danach. Sweet Chili-Soße selber gemacht, ich habe noch nachgefragt. Eins, was vielleicht anders ist, du hast einen leicht süßen Geschmack und ich weiß nicht, ob der so zusagt. Ich glaube, das ist das Stärkste von deinen Spots. Ja, ich muss richtig rausholen. Ich brauche die Punkte. Aber mal ehrlich sein, ne? Jetzt nicht hier auf nett oder so, sondern wirklich einfach sagen, wenn es dir schmeckt oder nicht. Das ist ja nicht mal Knochen. Ich passe die ganze Zeit auf Knochen auf, weil ich glaube, ich habe gar keinen Knochen da drin. Es ist so eine Art wie so Filetbeiz, halt ohne Knochen. Also einfach, dass du durchessen kannst. Die Marinade ist erstmal gut, schöne Süße. Schmeckt mir nicht nach irgend so einem Fertigscheiß aus dem asiatischen Markt, sondern wirklich selber gemacht. Chicken ist jetzt nicht sonderlich zart, ist aber nicht so schlimm. Man merkt, die haben da gut frittiert, das Ganze. Eigentlich ist Korean Fried Chicken sehr zart. Und du kaust aber schon so ein bisschen rum. Das ist das Einzige, was ich gerade vielleicht ein bisschen kritisieren würde, so wenn ich das beobachte. Ich habe das selber noch nicht probiert. Willst du mal probieren auch mal? Ja, wäre nice. Dann drehen wir mal um. Ich will natürlich auch ehrlich sein, ne? Es riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Es ist auch scharf. Also wenn ihr scharf mögt, perfekt. Wenn nicht, können wir euch drunter dran trauen. Aber keine harte Schärfe. Nein. Also auch knusprbar. Das Fleisch könnte eine geilere Qualität haben. Es könnte weicher sein, es könnte zarter sein. Es ist noch ein bisschen viel Kaue. Das ist eins, was grüßieren würde. Letztes Mal besser, aber ich war auch später da. Vielleicht war der Grill da heißer gegrillt. Oder der Ofen gemacht. Pass auf, Leute, ich mach's kurz und knackig. Die Marinade ist vernünftig, relativ süß, aber absolut im grünen Bereich. Panade ist auch vernünftig. Natürlich ist die Soße da drauf, dass jetzt knackt das nicht mehr, cruncht das nicht mehr so wirklich. Fleisch ist allerdings mir nicht zart genug, aber es ist ein leckeres Ding. Ich würde eine 6 von 5 Punkte geben. Ich hab's ja selber gerade probiert, ne? Deswegen, ich probier dich ja zu verführen. Weißt du, mir die hier richtig geile Scheiße zu zeigen. Aber ich muss echt leider sagen, das Fleisch ist echt nicht Bombe. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob du das reinstellst mit dem veganen Laden. Wir wollten auch zu einem anderen Laden reingehen. Der hatte aber leider Mittagspause. Das wäre meine Nummer 1 gewesen. Das war jetzt mein Ausweichplan. Da wollten wir eigentlich hin. Aber ist ja doch kein Beinbruch. Es ist trotzdem lecker. Aber ich muss sagen, ich bin vom Fleisch ein bisschen enttäuscht. Also, danke, Ivanio, fürs dabei sein, ne? Ja. Derbe geil, das, zusammen das Video. Gerne in die Kommentare. Warte mal, passiert jetzt eigentlich oder nicht? Guckt bei Ivanio unbedingt das Video auch. Ich schreibe, wenn es noch nicht draußen ist, jetzt gleich schreibe ich rein, wann es draußen ist. Und dann schreibt in die Kommentare, was ihr vom Video haltet. Und lasst einen Daumen oben da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.